Menü Surprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellongi. Herzlich willkommen bei «Meine Surprise». Heute mit Marion Gasser. Was hast du mir mitgebracht, Marion? Beat, ich habe dir den Volltreffer gelandet. Ich hatte 70 Franken. 70 Franken. Und ja, ich bin gespannt, was machst du daraus. Ich bin auch gespannt. Es schmeckt schon sehr gut. Man schmeckt es durch den Sack durch schon. Ich packe jetzt aus. In der Zwischenzeit sehen wir, wie sie einkauft. Der Beat Gadouf muss aus allem, was Marion Gasser mitbringt, ein feines Menü Surprise kochen. Wie gross das Postibudget ist, 30, 50 oder 70 Franken, das hat sie selber in der Hand. Beschissen ist unmöglich. Man sieht es nicht so gut. Ich dachte, ich könnte jetzt hier wirklich souverän. Aber man sieht es nicht. Ich probiere. 70. Guten Tag, wow. Ich hätte gern 4 Bärenschwänze. Ja, gern. Darf ich noch ein bisschen Parmesan haben? Gern. Sehr gern, ja. Danke vielmals. Jetzt nehmen wir noch ein Toastbrot. Meine Mami hat früher extrem viel mit Toastbrot gekocht. Es hat süß gegeben, salzig gegeben. Das war so mein Anfang in der Küche. Finde ich ganz etwas Lässiges, weil du viele Sachen damit kochen kannst. Gut, ich nehme einen Berner dazu. Ich habe den sehr gerne zum Trinken, aber auch so Erinnerungen. Berner ist Sonne, ist Meer, ist Meeresfrüchte. Ist einfach ein super gutes Getränk und ganz eine lässige Stimmung, die ich damit verbinde. So, genau das habe ich gesucht. Wenn ich schon bekocht wird von einem 15. Punkte hoch, dann soll es klüpfen und tätschen. Schön. Das macht spannend, aber Haferflöckchen anbrötelt ist etwas saugutes. Grüezi! Hallo! Nein, das 66,35, bitte. Jetzt habe ich richtig Hunger und freue mich darauf, dass es ein richtig klöpfiges, spritziges Menü gibt. Oh no. Wunderkerzen. Ja, dann freust du dich sehr wahrscheinlich auf ein ganz etwas Schönes, oder? Ja, also ich habe gedacht, wenn ich schon so bekocht werde von einem tollen Koch, dann soll es auch Funken spritzen. Soll es ein Feuerwerk geben, also kulinarisches Feuerwerk, das genau. Ist ja gut. Also, ich schaue mal, was ich daraus kochen könnte. Es hat eben an und für sich die Schwierigkeit ist die Haferflocken. Die machen wir, das sind eigentlich die passen wir gerne ins Konzept hinein. Aber ich habe nicht gleich eine Idee, was ich machen könnte. Und zwar jetzt weiss ich, was ich mache. Ich nehme jetzt noch ein paar Sachen zu meinem Kühlschrank aus und dann lassen wir dann gerade los. Okay. So, da haben wir noch Cognac. Das letzte, das ich gebracht habe. Jetzt erkläre ich mal, was wir zuerst machen. Also, du hast ja die Bärenkrebs mitgebracht. Und die haben mich eigentlich auf den Gedanken gebracht, dass wir eigentlich mit dem Salat und auch mit den Aprikosen, mit dem Parmesan, mit Radiesli und mit dem Mais, dass wir dort eigentlich Salat draus machen. Ich selber denke, dass es ein bisschen interessanter wird. Habe ich noch Peperoni gefunden, Avocados, wir haben hier Limetten, ein bisschen Tomaten. Zum Würzen haben wir eigentlich hier die ganzen Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer plus ein bisschen Gewürz. Dort hinten nehmen wir dann nachher noch ein bisschen Rosmarin. Mit dem machen wir einen Salat. Tun aber, weil du Berner mitgebracht hast, was ich toll finde, mit Berner und Cognac ablöschen und dann das flambieren.
und machen dann eine Soße daraus aus, Avocadoöl und Sherryessig. Sherryessig ist da vorne, Sherry Balsamico plus ein bisschen Himbeeressig. Und wenn das fertig ist, du wirst sehen, es wird sehr farbig, sehr aromatisch und wird ganz toll. Wir nehmen da dazu eben noch das Rauchsalz. Muss mal da schmecken. Das ist das Rauchsalz. Du kannst nur das so nehmen. Also so schmeckst du es natürlich gut. Ja. Oh ja, super. Das ist, man kann auch Rauchsalz selber machen, aber man muss einen Grill haben mit, so, mit Holz und all dem drum und dran. Und dann das Salz hinten immer im Abzug stehen lassen, dass das Rauch immer durchzieht. Am besten wäre natürlich Wacholderholz, wenn man verbrennt. Und dann habe ich aber gedacht, weil du eben das, die Haferflocken mitgenommen hast, wir machen das Birchenmüsli. Ich habe jetzt einfach all die Früchte genommen, die ich hier habe. Dazu Äpfel, Bananen, ein bisschen Zitronen, Orangen. Und Honig nehmen wir natürlich noch, Milch. Auch oh, Milch habe ich vergessen, das hole ich dann drinnen raus. Zucker natürlich. Und tun die gerösteten Haselnuss rein, plus noch die Pistazien drauf. Super. So, das wär's. Dann lassen wir los. Hier hast du eine Chance. Danke vielmals. Dann füllen wir mal an. Jetzt habe ich 30 Minuten Zeit. Jetzt, du machst ja in deinem Esstheater, tust ja du auch kochen. Für wie viele Personen kochst denn du dort? Wir kochen pro Tag für maximal 150 Leute. Und das machst du allein? Also wir haben am Morgen, so, um das Zeug vorbereiten, sind wir zu vierten. Und am Abend habe ich dann noch jemanden, der mir kochen hilft. Ja. Ja. Aber das ist natürlich gewaltig. Ich finde doch das etwas Tolles. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Du musst dir vorstellen, dass da 150 Leute kommen und im Grunde einen ganz schönen Apéro geniessen in einer schönen Atmosphäre. Ja. Dann geht man ins Hauptzelt rein. Und dort wird eigentlich abwechslungsweise ein Varieté-Programm gezeigt mit 4-Gänge-Menü. Oh, das ist aber recht lässig, oder? Spannend, ja. Jetzt willst du mir ein bisschen helfen? Wir machen das Birchenmüsli. Ich kann dir gerne helfen. Also ein Birchenmüsli. Da müssen wir nachher nicht noch ein bisschen Milch drin und ein bisschen Zucker. Aber du könntest eigentlich mal. Das Birchenmüsli. Ja. Okay. Die sind schon gewaschen. Einfach ein bisschen schneiden. Ich tue normal. Normal hat der Dr. Bircher einen Raffel gefunden. Aber die habe ich nicht. Ja, ich habe es auch nicht gern. Ja, ich tue es auch lieber schneiden. Jetzt gebe ich dir hier ein Messer. Du kannst zum Beispiel so ein Messer haben. Ich tue sie nicht schälen, eigentlich. Ich finde, man kann sie schälen, wenn du willst. Aber nein, ich kann ich alles sie eigentlich auch gerne so, wie es ist. Okay. Wichtig ist, ich tue jetzt hier ein bisschen Zucker drin. Dann tue ich ein bisschen Honig drin. Das ist immer alles für das Birchenmüsli. Anstatt Zucker ist halt Honig immer etwas Tolles. Unterdessen tue ich jetzt anfangen mit meinen Bärenkrebsschwänzen. Wichtig ist, ich tue zuerst hier ein bisschen Olivenöl dazu. Und nehme dann ein bisschen Eschalotten. Die tun ich eigentlich nicht nur grob schneiden. Auch die Ingwer, Eschalotte, Knoblauch tun ich ganz drin, damit es nur Aromen gibt. Die nehme ich nachher wieder raus. Dein Zirkus, also die heisst ja Clowns und Kalorien. Weißt du, es war lustig, als wir die Namen eigentlich gemacht haben oder erfunden haben, haben auch alle gefunden, Jesus, das kannst du doch nicht. Also, da hast du doch nie Leute, wenn Kalorien anpreisst. Also, niemand will doch das. Ja. Und ich finde aber schon, also ich stehe dazu, dass ich einfach gerne mit Butter koche, dass ich gerne mit Rahm koche, dass ich halt so koche wie zuhause. Und ja, es läuft. Also anscheinend hat es doch noch genug Leute hier in der Schweiz, die gerne gut viel Kalorien zu sich nehmen. Und vor allem bei uns verbrennen sie es ja hauptsächlich wieder mit Lachen. Also von dem her. Dann kommst du dort essen, dann sitzt du ab und nachher ist das Variety. Dort, wo du essest, findet das statt. Mit drinnen muss man sich das vorstellen, dass die Leute dort... Also wir haben wie ein Theater, darum heisst es eigentlich auch Esstheater. Es ist wie ein Theaterzelt, das vorne eine Bühne hast. Aber findet natürlich viel auch eben im Publikum statt. Weil das Wesentliche am ganzen Konzept ist eigentlich, dass ich keine zusätzlichen Kellner engagiert habe, sondern dass bei uns die Artisten eigentlich gleichzeitig das Essen bringen und serviert. Und das bedeutet einfach, dass Essen, also halt gesungen, tanzen etc. so serviert wird und nicht nur nach 15 wie im Restaurant. Aber artistische Nummern gibt es ja auch zwischen dir. Es drauf, gibt oder? Ja, sehr hochstehende artistische Nummern. Ja. Machst aber du die auch, oder? Nein, also ich bin nur noch beschränkt, sagen wir, auf der Bühne. Ich habe 25 Jahre habe ich auf der Bühne geschafft. Und ich bin lieber in der Küche. Ja, das ist mir sympathisch. Das ist mir sympathisch. Nicht mehr. Und vor allem, was mir eigentlich am meisten ist, das An- und Abziehen. Also, früher hast du halt Zirkusprogramm gehabt, wo du dich 7-mal umgezogen hast pro Vorstellung und irgendwie einen umgeschminkt hast und die Frisur anders. Ja. Und das ist etwas, wo
Ja, in der, extrem stressig. In der Küche muss ich das nicht machen. Das hast du aber früher gemacht, als du auf der Bühne gestanden bist? Also früher habe ich wirklich mit dem Mann zusammen eine klassische Ballettnummer gemacht, wo dann aber auch in komische Artistik übergegangen ist. Ja. Ja. Dann in die dann waschen. Aber das ist halt, ich sage immer, wenn du so einen Multijob hast, du hast ja auch eine Familie. Und da lebt man ja alles in dem. Eigentlich lebt man nicht mit diesen Wohnwagen zusammen, alle miteinander. Ist denn das wirklich so, wie man das immer hört? Das ist wie eine grosse Familie. Oder hat denn jeder seinen Wohnwagen? Am Schluss ist man dann gleich auch ein bisschen froh, dass man allein dort drin wohnt. Das gibt so ein bisschen ein eisiges Gesetz, kann man sagen. Also bei uns sind es jetzt 34 Leute, die hier rumreisen. Ja. Und es hat jeder seinen eigenen Wohnwagen. Ja. Und es ist immer so ein bisschen, also wenn du vor dem Wohnwagen sitzt, dann freust du dich massiv, wenn jemand dazu sitzt. Wenn du aber im Wohnwagen bist und die Türen ist zu, dann bedeutet das eigentlich, also jetzt möchtest du gerne deine Ruhe haben. Und, aber für mich natürlich, wenn du sagst, Familien oder so, was natürlich super toll ist eigentlich, eben, du hast deine Kinder. Jetzt noch ein paar von denen, du hast immer genug Leute, die geschaut haben auf die Kinder, weißt? Ja. Also du bist natürlich nie so eingeschränkt wie eine Hausfrau, die jetzt einfach in ihrer Wohnung ist und dann muss schauen und suchen, wenn jemand aufpasst oder so. Sondern ich habe natürlich immer 34 Leute rundherum gehabt, die können zuhören konnten, die haben geschaut. Und das ist schon, ist auch für die Kinder etwas irrsinnig Spannendes. Also ich habe das Gefühl, ich habe durch das enorm offene Kinder, wo wirklich halt, du hast verschiedene Nationen, du hast verschiedene Religionen. Ja, und die haben das alles einfach so mir nichts, dir nichts, nebenbei noch mitbekommen. Und das ist schon etwas Tolles. Ist auch für mich immer noch etwas irrsinnig Schönes. Aber hat denn bei den Kindern, das ist immer so, in einer Zirkusfamilie erwartet man ja immer, dass die Kinder eigentlich dann eventuell auch mal mitmachen, oder? Mhm. Und wenn jetzt die Kinder sagen, sie wollen nicht, ist man da eher enttäuscht oder hat man das Gefühl, nein, ich meine, klar lässt man Kind machen, aber man hätte ja gleich vielleicht gern, dass jemand dort mitmachen würde, oder? Gut, weißt, also ich bin ja nicht aus einer Zirkusfamilie, ich bin Zürcherin und ganz normal bürgerlich aufgewachsen und bin eigentlich, ich habe mich verliebt in einen Herr vom Zirkus und bin so drin hineingekommen und von dem her haben sie natürlich beides. Also bei uns ist jetzt so der älteste Sohn, der Domino, der ist jetzt 26 und der ist jetzt wirklich schon ein bisschen Bühnensau, kann man sagen. Also der braucht Bühne, der hat sie gern, der will das Leben. Ja. Und der zweite älteste Merlin ist 16 und der macht das nächste Jahr, man höre, eine Lehre als Koch. Oh, das ist aber auch gut, oder? Das ist natürlich auch super brauchen, oder? Also das freut mich natürlich insgeheim sehr. Und Ginger, die ist noch zu klein, die ist 13, das ist einfach ein lustiger Fäger, aber was aus der wird, das ist weiß noch niemand. Ja. Aber sie kann im Grunde genommen wählen. Also, die Hauptsache, sie sind glücklich. Die Bärenkrebs. Und jetzt mit dem Räuchersalz ein bisschen würzen. Das ist quasi wie wenn du draußen einen Grill hättest und das auf dem Grill würdest machen, wo es ein bisschen raucht. So. Zusätzlich tue ich jetzt die Brötchen. Das immer zuerst auf dem Rückenbrötchen. Dann ziehen sie sich nicht zusammen. Auf dem Rückenbrötchen tust, dann ist es eigentlich so, dass die dann gerade bleiben. Wenn sie unten brötest, dann tun sie sich so wählen. Jetzt tun wir ein bisschen. Weil das finde ich eine gute Idee. Um Pastis mitzubringen. Finde ich ganz etwas Tolles. Noch ein bisschen Cognac dazu. Ganz schnell. Der Pastis hat ja eigentlich so ähnlichen Geschmack und. Dass man nicht gerade alles verbrennt. Ähnlich Geschmack und ein bisschen auch Fenchel. Fenchel passt ja sehr gut dazu, zu solchen Sachen. Und das ist eigentlich etwas ganz Tolles. Wichtig ist, man sollte sie auch nicht stark durchbröteln. Nimm die Kleinen jetzt schon raus. Den Grossen lasse ich noch ein bisschen drin. Ja, und das ist, glaube ich, einer der wenigen Geschmäcker, der mich so das ganze Leben begleitet hat. Also früher noch ist Bärendreck, ist es heute auch noch. Ja. Aber eben, es hat dann irgendwann ab einem gewissen Alter auch auf Berner umgeschwenkt. Ja, das ist so. Ich sage, es ist immer so ein bisschen frankophil. Das finde ich ganz etwas Tolles, oder? Warte, da haben wir den Abfall. Das ist super. Jetzt nehme ich die ganzen Kräutchen und die Sachen, die Zwiebeln und so, nehme ich jetzt raus, damit wir nachher da drinnen noch können,
bisschen die Peperoni, die wir hier haben, ein bisschen anzüchen. Ich will die Peperoni ein bisschen anzüchen, damit sie ein bisschen Aroma von dem bekommen. Aber was wir noch machen könnten, ist. Da habe ich noch zwei Lorbeerblätter drin. Ja, das ist ja gut. Zwei Lorbeerblätter. Und dann könntest du noch, wenn du willst, ein bisschen. Willst du die noch ein bisschen schneiden? Ja. Warte, ich tue das Brett schnell abputzen. Wie ist denn das? Die Grösse von deiner Küche, das nimmt ja immer alle Wunder. Da siehst du die grosse Hotelküche, die riesige Küche. Aber wenn du für 150 Personen musst kochen musst, ist denn die Küche auch so gross? Oder ist das... Gut, das geht von der Küche her, das ist einfach ein Küchenwagen. Der ist 10 auf 3 Meter ja. lang. Und dort hat es einfach zwei Steamer drin, es hat Kochplatten drin, Kühlschränke drin etc. Und dort kochst du dann wirklich. Da komm, wir schauen uns schnell ein paar Bilder an. Okay. Wir haben dort ein paar Bilder. Im Fernsehen schauen wir mal rüber. Das sieht schon lässig aus. Ich hätte gerade auf der Bühne, das verstehe ich. Ich wäre auch lieber nicht auf der Bühne. Ich wäre auch lieber in der Küche, weil das ist schon, müssen wir schon schauen. Aber das ist halt schon etwas ganz Spezielles für Gäste. Also es ist halt wirklich, halt, das ist ein, wie man auch sagt, das ist ein Theater. Bei uns kannst du wirklich einfach sagen, du sitzt auf die Samtstühle und dann wirst du einfach 4,5 Stunden verwöhnt, und zwar von jeder Seite her. Und das finde ich schon noch... Ja, das ist einfach das Tolle und das ist ja das, was es ausmacht. Also jetzt habe ich hier die Bärenkrebs sind unterdessen ein bisschen abgekühlt. Die schneide jetzt ein bisschen in mundgerechte Stückchen. Man kann das auch, wenn man will, kann man sie auch ganz lassen, dann muss man sie oben drauf tun. Und jetzt kommt die ganze Peterli und Schnittlauch noch rein. Wie viel willst du rein tun? Ja, tun wir alles rein, das ist sehr gut. Ich habe das sehr gerne. Am Schluss tun ich auch immer gerne die Haselnüsse tun ich nur grob zerbrechen. Das heisst, eigentlich mache ich das einfach. Wenn man die grob zerbrechen würde, tut man ein paar rein. Und dann nehme ich da einfach eine zweite Schüssel, die nicht so gross ist. Tun das ein bisschen verbrechen und nachher tun wir die einfach so drunter mischen. So, das hätten wir jetzt bald. Den Toast tun ich den auf Grill einstellen, den Ofen. Tun die Toast oben her. Toast wird gar nicht so weit. In dieser Zeit könntest du eigentlich noch Tafeln anschreiben. Du könntest eigentlich schreiben, wir machen einen Bärenkrebssalat, einen mediterranen Bärenkrebssalat und ein Birchenmüsli. Also wir können einfach Bärenkrebssalat. Ja, wie heisst? Bodensee-Bärenkrebs. Wir sagen Bodensee-Bärenkrebs. Ihr seid ja am Bodensee, ganz genau. Bodensee-Bärenkrebs, das ist etwas Gutes. Und das ist tiptop. Und sehr geschwungene Schrift. Das muss ich auch sagen. So, das wäre fertig. Fein. Freue mich. Und wenn du jetzt die aber hier reinsteckst, dann gehe ich jetzt. Ja, die nicht, die Rad, wenn wir jetzt die anzünden, ja, die wir anzünden, wenn wir dann vorne sind. Dann tun wir sie reinstecken und dann hoffentlich haben wir dann auch ein Glamour-Essen. Wenn ihr wissen wollt, ob Marion das Essen auch als Feuerwerk empfindet, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Das seht ihr nur, wenn sie am Essen ist. Bis gerade. Mit halblegalen Mitteln hat Marion Gasser 70 Franken Budget verwünscht und den Spitzenkoch mit feinen Zutaten herausgefordert. Der hat ohne zu bescheissen alles zusammen müssen zu einem feinen Menüsüchpreis verarbeiten. Ob es Essen ein versprochenes Feuerwerk ist, sehen Sie gerade nach der Pause. So. Jetzt machen wir noch Zirkus. Menüsurprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellongi. Menüsurprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellongi. Für 70 Franken Budget hat Marion Gasser Bärenkrebsschwänze, Bernau-Pastis, Haferflocken, Mais und noch einen ganzen Haufen mehr gepostet.
Der Beat Godouf hat versucht, ein Menü-Surprise-Geschmacksfeuerwerk herzubringen. Serviert wurde ist dann ein feines Biechermüsli mit zugegeben recht vielen Kalorien und als Ausgleich ein Salat mit flambierten Bärenkrebs. Im Guten. Ja, haben wir einen Wein dazu. Wichtig ist, wir haben Château Lagarde. Das ist aus dem Grafgebiet. Das sind die weißen Graf, Sauvignon Semillon. Das finde ich passt großartig zu Meeresfrüchten und zu Krustentieren. Du wirst sehen, das wird sehr gut passen. Also, jetzt musst du probieren. Ich probiere unterdessen meine Wunderkerze. Mein Glimmer hier anzuzünden. Mein Glimmer anzuzünden. Ja, das dann. So. Jetzt machen wir noch Zirkusflair. Aber jetzt musst du... Das tun wir jetzt in einen guten. Schau, ich habe es so reingesteckt, dass es gehackt. So, guten. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Ist so etwas Frisches für den Sommer, ja. Ist das eigentlich gut. Ideal, ja. Und schau jetzt, weil die Kerzen so brennt, ist der Toast jetzt dunkel geworden. Nein, jetzt ist der Toast noch dunkel geworden wegen dem. Wichtig ist, man muss immer gut die Ausrede parat haben. Genau. Das ist ganz wichtig. Das Birchenmüsli kannst du es auch noch probieren. Das kannst du, wenn du mit dem Löffel willst, probieren. Super. Mir würde schon genügen im Fall. Das ist ideal. Schon gut. Oh. Ich sage immer, wenn man noch Bärli hat, finde ich es toll, wenn man Bärli drin hat. Was ich gerne habe, sind die Haselnüsse drin. Ja, ich probiere jetzt eben eine zu wünschen, aber ich habe noch keine. Hast du noch keine? Nein. Doch, da. Da hat es eine, ja gut. Für Nüsse eben sowieso etwas Lässiges. Die kommen aus dem Piemont, das sind ganz gute. Mhm. Persönlich, dass das sensationell Birchenmüsli bin ich nicht so ein Fan, weißt du? Also allgemein nicht so. Aber ich bin auch nicht so eine Süße, ich stehe eigentlich mehr auf das Zeug. Und das ist sensationell. Prima. Also, liebe Gäste, wenn ihr auch mal wollt, euren Toast mit einem Wunderkerzchen verbrennen, dann könnt ihr alle Rezepte nachlesen bei www.menusurprise.tv oder www.sat1.ch. Neu haben wir auch eine Menusurprise-App. Das kann man abladen bei iTunes da von Apple. Jetzt kommt noch ein kleiner Wettbewerb. Dir nochmal herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Es war wirklich lässig. Und wir nehmen es dann gleich wunder, wie du kochst und was für Rezepte du hast. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Dir sage ich es auch. Prima, sehr gut. Machen Sie mit beim Menü-Surprise-Wettbewerb und gewinnen Sie jetzt eine von zwei Spargeschenkkarten im Wert von je 100 Franken, die in rund 160 Sparsupermärkten in der ganzen Deutschschweiz einlösbar sind. Aus allen richtigen Antworten verlosen wir Ende Jahr den Hauptpreis. Ein einmaliges Menü-Surprise-Package im Wert von weit über 10'000 Franken. Und das beinhaltet einen exklusiven Kochkurs für 10 Personen mit dem Beat Godouf, offeriert vom Mega Küchencenter. Ein Kombi-Steamer von Force für Resultate wie vom Profi. Der Cooking-Chef von Kenwood zum Kneten, Hacken, Mixen und Kochen. Und dazu einen riesigen 2'500 Franken Gutschein von Spar, dass Sie sich alle kulinarischen Wünsche erfüllen können. Mitmachen ist ganz einfach. Beantworten Sie uns folgende Frage. Wer ist heute zu Gast bei Menü Surprise? Ist es A. Marion Gasser? Rufen Sie auf die Nummer 0901 123401. Oder schicken Sie das Keyword «Surprise» an, an Zielnummer 4636. Oder ist es B. Marion Gauthier? Dann rufen Sie auf die Nummer 0901 123402 oder schicken das Keyword «Surprise B» an Zielnummer 4636. Gratis Teilnahme ist per WAP möglich. Menü «Surprise» wird Ihnen präsentiert von Spar. Force und Stellungen.